Mein Rechner schmierte ab, er war kaputt und machte schlapp. Die Musik, meine Fotos, alle Daten, die ich hab, waren weg. Und der Schreck war so groß, dass ich dachte, grandios. Ich fühlte mich nackt, kaputt und zerstört. Denn mit ihm lief mein Leben so perfekt organisiert. Doch ich sah es als Zeichen, beschloss dann zu handeln und mich zu verwandeln. Jetzt kauf ich Platten nur noch auf Vinyl. Polaroid macht die Bilder mit Stil. Das klingt zwar verstaubt, ist vielleicht unmodern, doch ich hab das so schrecklich gern. Und fragt mich einer, warum und wieso. Mir geht es besser und ich bin froh. Retro, ich bin Retro. Wieso, weshalb, warum? Es ist gut so. Retro, yeah, ich bin Retro. Wieso, weshalb, warum? Es tut mir gut so. Danach war als nächstes mein Handy dran. Ich ging einfach nicht mehr ran und entsorgte es dann. Die Befreiung war groß, denn ich war dieses Ding endlich los. Dann kam der Fernseher raus und das Radio dazu. Meine Wohnung wurde leer und ich fand meine Ruhe. Doch ich wollte noch mehr, wollte radikaler sein. Und das ging halt am besten allein. Meine Freunde riefen nicht mehr an. Meine Frau traf einen anderen Mann. Das Schicksal, es nahm seinen Lauf. Und ich nahm es in Kauf, denn ich war jetzt gut drauf. Und fragt mich einer, warum und wieso. Mir geht es besser und ich bin froh. Es tut mir gut so. Mein Haar ließ sich wachsen, mein Bart wurde lang. Ich zog nur noch bunte Gewänder an. Ich lebte bescheiden, war glücklich allein. Na klar glaubte mir das kein Schwein. Dann schrieb ich ein Buch über Retrologie. Die Welt horchte auf, sowas gab es noch nie. Man liebte mich, hasste mich, fragte zu viel. Ich plante schon mal meinen Abgang mit Stil. Ich bleibe mir treu und was ich dazu sage, ist nicht neu. Angelica!